Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers auf Pagonia. Schön, dass ihr immer noch dran geblieben seid. Bei meinem Aufbauspiel-Test. Oh Gott, was ist hier los? Hui. Stau. So, aber wisst ihr, was ich jetzt getan habe? Ich habe mir jetzt eine Jacke geholt. Es ist einfach zu frisch gewesen hier im T-Shirt. Ich habe jetzt eine Jacke an. Und ich glaube, das ist ganz gut. So, hier wächst und gedeiht. Die Weberei wird gebaut. Ich glaube, ich lasse die auch mal wieder pausieren. Hier oben ist genug erkundet. Ich weiß sowieso noch nicht, was ich jetzt hier mit dem Platz machen soll. Ich meine, wir könnten mal gucken, aber hier gibt es halt auch nur Hasen. Wäre es ja schön, wenn wir irgendwo mal was... Ja, sind Rehe. Okay, wartet, ihr dürft doch weitermachen. Und zwar hier lang. Kriegen wir noch ein bisschen Rehfleisch. Dann machen wir dort oben noch einen Jäger hin. Dann jagt der hier unten die Hasen. Und da oben, der darf die Rehe jagen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich muss kurz wieder mein Dorf ausrichten. So. Problem ist halt, dass hier vieles verwelkt, ne? Wenn hier schlechte Bedingungen sind. Aber ich kann das hier gerade noch nicht... Warte mal, wir müssen erstmal warten, bis wir genügend Flachs haben. Weil wir haben null. Ja, noch ein bisschen Flachs hin. Ach so. Oh, dann auch hier wieder Lager. Toter Mais. Flachs. Mais. Ist das hier eigentlich Zement? So, wir, genau. Also. Mühle und Bäckerei. Und dann machen wir hier drüben. Kupfer. Kalk. Kohle. Silber. Haben wir auch Eisen? Hier. Ja, der Ertrag ist nicht gut hier unten. Nicht gut. So, wir können ja...
müssen ja hier erst noch die Grenze versetzen. Sonst können wir ja nichts abbauen. Okay. Der zweite Brunnen. Der zweite Brunnen. Könnte wohin? Kommt hier überhaupt was bei rum? Eigentlich haben wir doch erstmal genug Bäume, aber es schadet mir ja auch nichts, wenn er hier einfach weiterarbeitet. Ist jetzt noch kein Nachteil dadurch. Also, dass wir 315 arbeitslose Pagonia haben. Hilfe, was soll ich noch machen? Wir können noch eine Steinmühle machen. Das ist für Kalkstein, aber dann brauchen wir gerade noch nicht, weil Kalkstein ist hier hinten und da können wir noch nicht hin. Aber wir brauchen einen zweiten Brunnen, weil die jetzt hier auch das ganze Wasser nehmen. Wo war der Brunnen? Oh, halt da noch einen Brunnen hin. So, die haben ja schon wieder nichts mehr zu tun. Dann macht ihr Pause. Ich kann die Marktstände aber auch nicht mehr ausschalten. Also wir könnten jetzt hier unsere Siedlung ausweiten. Oder wir lassen die irgendwann hier hinterziehen. Wir können auch da hinten noch eine Holzfäller. Hütte hinbauen. Das hier noch wegkommt. Ich würde irgendwo hier hinten diese militärischen Gebäude hinbauen. Das ist halt hier alles uneben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so viel bauen kann. Thank you.
Weberei haben wir. Handelsposten. Brauchen wir Zement. Zement. Kriegen wir. Wann das? Ja. Was ist das für ein Weg? Dann halt doch schräg. Warum baut denn der Kalkstein ab? Ach, hier ist auch schon Kalkstein. Oh, warte, warte, warte. Kann ich den da hier vorne hinsetzen? Brunnen. Also das mit dem Flachs wird nichts hier unten. Hier ist Flachs fertig. Hat doch überlebt. Ja. Ja, ansonsten läuft. Ist Stau ein bisschen. Mal ein bisschen mehr Kohl machen, ne? Aber Kürbis wächst halt gut. Die Lager sind voll. Also 6 Grenzsteine. Warten wir wieder, bis wir noch ein paar Grenzsteine hergestellt haben. Wir haben 2 Flachs. Uhu. Münzen. Eigentlich brauche ich ja bei dieser Map keine Kampfstärke von meinem Militär, weil es gibt keine Gegner. Wie weit waren die denn jetzt hier? Sind die schon bei den
Ja. Viel weiter kommen sie halt nicht. Die sind halt auch nur Hasen. Ich hätte schon gern hier die Rehe. Dieses Vogelzwitschern, das kommt mir bekannt vor. Und im Spiel gab es auch dieses Vogelzwitschern. Vielleicht fällt es mir noch ein, was für ein Spiel das war. Alle Wohnhäuser sind voll. Mhm. Ich muss mein Dorf jetzt so richtig in die Breite ziehen. Ich mag das nicht. Das war übrigens gerade mein Stuhl, falls ihr das gehört habt. Das war nicht ich, das war mein Stuhl. Auf dem ich sitze. Ich könnte hier drüben Sammler hinpacken, aber... Das ist dann so ein super weiter Weg zu den Marktständen. Wir könnten hier noch einen Steinbruch hinbauen, der sich auf Kalkstein konzentriert. Dann macht ihr hier einen Stein. Dann haben wir noch ein Kalksteinlager. So. Haben die auch noch ein bisschen was zu tun. So, du darfst ein bisschen Stoff machen. Seil? Weiß nicht, Seil brauche ich gerade, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo. Eventsteine sind immer noch rar. Hier aber rein theoretisch. Jetzt sind die Rehe zwar weg. Aber rein theoretisch sollten wir jetzt bei den Rehen angekommen sein. So, könnte Feierabend machen. Sind sie hier hinten?
Das ist minus 3. Lass doch mal ihr Essen hier stehen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass mir Pioneers of Pagonia mehr liegt als Anno, weil ich hier nicht aufs Geld achten muss. Hier muss ich einfach nur gucken, ob ich mit meinen Rohstoffen hinkomme. Ich hab's bei... Was ist hier denn los? Hui. Ich hab's bei Anno nie hinbekommen, mit meinem Geld Haus zu halten. Zu haushalten, wie auch immer. Aber das Problem habe ich ja hier nicht. Schon 4 Zement. Hier ist Zement. Und den Zement brauchte ich für die Windmühle, richtig? Ja. 12 Zement. Für die Bäckerei brauche ich Feuerholz. Was sind denn die Rehe jetzt hier drüben? Wenn ich jetzt hier eine Jagdhütte hinbauen könnte. Nein, die Türsteher, das ist ein Träger. Okay, Stoffbestand steigt wieder. Das finde ich gut. Wasser ist immer relativ niedrig. Ich glaube, Kürbis brauchen wir nicht mehr. Wir haben fast 100 Kürbis. Versucht mal hier den Kohl ein bisschen hinzukriegen. Hier sieht's wild aus. 19 Weizen. Das Mais. Ist der Mais hier komplett in den Marktstand gewandert? Ja. Na gut. Okay. Bring langsam auch Grenzsteine wieder zurück dazu. Den Werkstein habe ich. 57. Ja, macht mal Grenzsteine. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger. Was können wir noch tun? Schneiderei. Nee, ich warte, bis ich 12 Zement habe. Dann mache ich die Windmühle. Ich weiß nicht, ob die hier hinpasst oder ob ich hier alles noch voller Felder mache.
Hier die Windmühle. Oder hier. Mehr Felder schadet nicht. Warum geht die hier rüber? Was machst du hier? Warum macht ihr hier Kohl hin? Weil das in eurem Einzugsgebiet ist, richtig? Ja, das ist blöd. Gucken, ob ich ein Feld übersehen habe. Hauptsache, die bauen was an. Ja, aber 10 Zement, okay. Könnte auch hier noch. Ich jetzt hier noch eine Försterhütte hinbaue. Holzfällerhütte. Die kann ich ja dann wieder abreißen. Dass der mir hier nur mal die Bäume wegmacht. Und dann darf er wieder gehen. Kann ich hier noch ein bisschen Bergbauzeugs bauen, so mit Kupfer, Kohle und so. Ja. Alle Wohnhäuser sind voll. Natürlich passt hier kein Großes dazwischen. Warum auch? Nein, das war schief. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sind schon mal 90. 140 Leute haben schon mal zu Hause. Von 710. Ja. Gut. Es wird. Wahrscheinlich müsste ich die irgendwann umziehen lassen. Oder nochmal einen zweiten Ortskern irgendwo aufmachen. Weiß noch nicht, wie ich das tun werde. Aber ich möchte gern die Aufgaben hier durchspielen. Und dann könnte ich mir vorstellen, nochmal eine andere Karte zu spielen, wo es dann auch Gegner gibt. Damit das Militär dann auch einen Sinn hat. Ich werde das halt hier auch bauen. Aber hier Militärakademie. Aber ich brauche das ja jetzt erstmal nicht, weil ich keine Gegner auf der Map habe. Ja.
Okay, wir haben 14 Zement. Also in der nächsten Folge bauen wir die Windmühle. Und wenn wir dann alle Sachen zusammen haben, kommt die Bäckerei, dann haben wir Brot. Auch nicht verkehrt. Aber für heute an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht was Schönes und dann sehen wir uns sehr gerne morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.